Sir Terence David John Pratchett Geboren am 28. April 1948 in Baconsfield, Buckinghamshire Verstorben am 12. März 2015 in Broadchalk, Wiltshire War ein britischer Fantasy-Schriftsteller seine bekanntesten Werke sind seine Scheibenweltromade, die in 37 Sprachen übersetzt wurden. Weltweit wurden rund 85 Millionen seiner Bücher verkauft. Leben. Terry Pratchett veröffentlicht sein erstes Werk mit 13 Jahren. Es war die Kurzgeschichte. Der Hades Business, die erst in der Schülerzeitung und später im Science Fiction Magazine veröffentlicht wurde. Nachdem er 1965 von der Schule abgegangen war, begann Pratchett im selben Jahr eine Ausbildung zu Journalisten bei einer Lokalzeitung. Während seiner Tätigkeit als Journalist erwähnte er bei einem Interview mit Peter Bander van Duren, einem Leiter eines kleinen Verlages, dass er ebenfalls einen Roman geschrieben habe. Die Teppichvölker. Pratchett war seit 1968 mit Lynn Marianne Purvis verheiratet. Ihre Tochter Rihanna, geboren 1976, ist ebenfalls als Autorin tätig. 1980 wurde Pratchett Pressesprecher des Central, Electric Central Electricity Generating Board, CEGB. Das CEGB war ein staatlicher Betrieb in Großbritannien, der die Aufteilung der Stromproduktion auf verschiedene Erzeugungsmethoden regelte. Als klar wurde, dass er von seinen Büchern leben konnte, beendete Pratchett 1987 seine Arbeit beim CEGB und veröffentlichte ab dann etwa zwei Romane pro Jahr. 2003 war er nach John K. Rowling, der erfolgreichste Autor Großbritanniens. 1998 wurde Pratchett zum Officer des Order of the British Empire, OBE, ernannt. Am 18. Februar 2009 wurde er für seine Verdienste um die Literatur von der Queen zum Knight Bachelor geschlagen und durfte sich seither Sir Terry Pratchett nennen. Am 28. April 2010 wurde ihm vom Glasgow King of Arms ein eigenes Wappen verliehen. Dieses führt unter anderem ein Ankh und eine Moorpark-Eule. Welches aus dem Wappen der von ihm erdachten Stadt Ang dem Schauplatz vieler seiner Werke, entnommen sind. Und das Motto Nolet Moserem, etwa fürchtet den Zensenmann nicht, eine Anspielung auf das Lied Don't Fear the Reaper von Blue Oyster Cult. Und auf die sympathische Art der Figur Tod, der in vielen Scheibenweltromanen eine tragende Rolle spielt. 2004 erhielt er zum ersten Mal den Locus Award, 2011 den Carl Edward Wagner Special Award, 2011 erhielt er auch den Margaret A. Edwards Award der American Library Association für großen Verdienste in der Jugendliteratur. Im Dezember 2007 gab Pratchett bekannt, dass bei ihm eine sehr seltene früh beginnende Form der Alzheimer-Krankheit diagnostiziert worden war. Über die Krankheit sprach Pratchett am 13. März 2008 in einem Interview in der BBC-Radiosendung Today Programme. Nach eigener Aussage hat er seinen Führerschein abgegeben und Schwierigkeiten beim Maschinenschreiben. Weshalb er seine Texte seitdem mit Hilfe einer Spracherkennungssoftware verfasste. Pratchett spendete eine Million Dollar an den Alzheimer Research Trust und kritisierte, dass für die Erforschung von Demenzerkrankungen zu wenige Mittel bereitgestellt werden. Ich würde den Hintern eines toten Maulwurfs essen, wenn mir damit geholfen wäre, sagte er. In diesem Zusammenhang sprach er sich auch für Sterbehilfe aus. Pratchett führte eine Kampagne gegen das Verbot der Sterbehilfe in Großbritannien. Er hat einen BBC-Dokumentarfilm produziert, in dem er zwei Menschen zum Freitod in die Schweiz begleitet. Neil Gaiman erzählte während eines Vortrags, dass Pratchett in seinem Tresor Pillen für einen Selbstmord gelagert hatte, sodass er im Zweifel selbst hätte entscheiden können, wann er sterben würde. Pratchett starb am 12. März 2015 im Alter von 66 Jahren auf seinem Anwesen in Broadchalk in der Grafschaft Wiltshire an den Folgen einer Posterioiden- kortikalen Atropie, PKA, auch Benson-Syndrom, einer der Alzheimer-Erkrankungen sehr ähnlichen neurodegenerativen Erkrankungen. Einer seiner Fans reagierte auf die Todesnachricht mit einer Petition bei change.org mit der Forderung, der Tod möge Terry Pratchett zurückgeben. Binnen zweier Tage wurde sie von über 25.000 Fans unterzeichnet. Betreiber verschiedener Internetserver fügten zum Gedenken an Pratchett und in Anlehnung an eine in AbdiPost dargestellte Form des Gedenkens zusätzliche Headerzeilen in die ausgehenden Daten ihrer Server ein. Literarisches Neben Pratchetts sehr eigenem Schreibstil, insbesondere durch seinen in der Fantasy-Literatur Genre unüblichen Humors bis hin zur Persiflage, zeichnen sich einige seiner Bücher durch die zum Teil überbordende Verwendung von Fußnoten aus. Die niederländische Übersetzung von Good Omens, das Pratchett in Co-Autorenschaft mit Neil Gaiman schrieb, beginnt mit einem ironischen Vorwort des Übersetzers, in dem er versichert, keine zusätzlichen Fußnoten eingebaut zu haben, um eventuelle Unklarheiten zu beseitigen. Ergänzt um Fußnoten zur Klärung von Omen und Crowley. Bis auf wenige Ausnahmen sind Pratchetts Werke nicht in Kapitel untergliedert. In einem Interview begründete er dies damit, dass das Leben ebenfalls gewöhnlich nicht in Kapiteln stattfinde und er abgesehen von ihrer Verwendung in Kinderbüchern keinen Zweck von Kapiteln erkennen könne. Dementsprechend enthalten vor allem Pratchett's Jugendbücher Kapitel, daneben aber auch die Romane um die Figur Feucht von Lipwig. Hier erfüllen sie allerdings eine Funktion, die über eine reine Gliederung des Textes hinausgeht. Jedes Kapitel beginnt mit einer ganzen Reihe von Überschriften, die auf Teile des Inhalts vorgreifen und damit bestimmte Erwartungshaltungen hervorrufen können. Pratchetts Bücher finden eine für diese Genre eher unübliches Echo. Eine Sammlung von Essays über sein Werk findet sich in dem Buch Terry Pratchett Guilty of Literature, herausgegeben von Andrew M. Butler, Edward James und Farah Mendelssohn. Eine deutsche Studie, The Turtle Moves, von Johannes Rüster befand sich mit, befasst sich mit kosmologischen und theologischen Fragen in den Scheibenweltromanen. Zwei weitere Bücher sind erwähnenswert, die beide von David Langford zusammengestellt wurden, nämlich The Unseen University Challenge und The Wirest Link. Scheibenweltromane seinen ab 1983 erschienenen Scheibenweltromanen verdankt Terry Pratchett seine weltweite Bekanntheit und seine große Fangemeinde. Die Geschichten dieser Romanreihe spielen auf der Scheibenwelt, die flach ist und von vier Elefanten getragen wird, die ihrerseits auf dem Rücken einer riesigen Schildkröte stehen, welche durch das Weltall rudert. Bei den Scheibenweltgeschichten handelt es sich jedoch nicht nur um klassische Fantasy Romane, die in einer fiktiven Welt spielen, vielmehr werden ihnen in ihnen sowohl klassische Fantasy und Science-Fiction Motive parodiert, als auch Themen des alltäglichen Lebens wie Rock'n'Roll, Filme, Glaubwürdigkeit der Presse, Religion, Philosophie, Wirtschaft, chinesische und ägyptische Geschichte, Politik, zum Beispiel Regierungsformen, Krieg und vieles mehr. Gut erhaltene Erstausgaben von Pratchett's frühen Scheibenweltromanen sind innerhalb der Fangemeinde sehr wertvoll. Die gebundene Erstausgabe von The Color of Magic, die Farben der Magie, ist derzeit mehr als 2000 britische Pfund wert. Insgesamt wurden 4500 Stück gedruckt, 506 davon wurden in Großbritannien verkauft. Der Light Fantastic, das Licht der Fantasie, wurde um 1000 bis 1500 britische Pfund gehandelt. Die Umschläge aller Scheibenweltromane, die bis 2001 in Großbritannien verkauft wurden, hat Josh Kirby gestaltet. Nach, dem, nach, nach Kirby's Tod übernahm Paul Kidby, der zuvor schon Scheibenwelt-Illustrationen angefertigt hatte, die Umschlagsgestaltung der britischen Ausgaben. Teilweise wurde die Umschlaggestaltung mit farblichen Abwandlungen auch für die deutschsprachigen Ausgaben verwendet. Pratchett wurde in seinen Fankreisen oft respektvoll Terry genannt, eine Referenz an die stummen P der Figuren, wie zum Beispiel Tepic, in dem Roman Pyramiden, die ihrerseits auf Ptolemäus, dem griechischen Namen diverser hellenistischer Pharaonen, anspielen und obendrein eine Verknüpfung des Initials seines Nachnamens mit seinem Vornamen. Pratchett hatte ein ausgeprägtes Interesse an Orang Utans. Dieses beschränkte sich nicht nur auf die auffallende Figur des Bibliothekars seiner Scheibenweltromane einen seiner populärsten Charaktere. Er arbeitete auch für die Orang-Utan Foundation, etwa in Form eines Besuchs auf Borneo mit einer Channel 4 Filmcrew, um eine Episode von Jungle Quest zu drehen, die Orang-Utans in ihrer natürlichen Umgebung zeigt. Dem guten Beispiel Pratchetts folgend haben Fan-Events wie die Scheibenwelt-Convention die Orang-Utan Foundation zu ihrem Anliegen erklärt. Wenn Pratchett solche Treffen besuchte, fanden stets eine Auktion statt, bei der Fans die Nennung ihres Namens im nächsten Scheibenweltroman ersteigern konnten. Alle Erlöse gingen direkt an die Orang-Utan Foundation.